Für seine Frau und Jimmy, Lied und Traute X27 Semikolon ist Danse Valentin geht nun alles. Es war der Let's-Dance-Schock dieser Woche, Publikumsliebling und Musiker Jimmy Blue Ochsenknecht, 26, kann aufgrund eines Mittelfußbruches nicht weiter über das RTL-Parkett fegen. Das Showaus nimmt allerdings nicht nur den Hobbykoch, sondern auch seinen Tanzkoch Renata Lusin, 30, ziemlich mit. Nichtsdestotrotz könnte die Siegestrophäe bald ein Lusin in den Händen halten. Schließlich tanzt auch Ehemann Valentin, 31, in diesem Jahr als Profi mit und er gibt jetzt doppelt Gas. Er kämpft für zwei. Obwohl seine Liebsten noch an dem Show auszuknabbern hat, kann er nicht pausenlos Trost spenden. Der Grund? Er ist gemeinsam mit Promi-Kandidatin Tinka Alote würdig, 39, noch im Rennen um den begehrten Dancing-Star 2018-Titel und dafür wird jede freie Minute zum Trainieren genutzt, wie seine Instagram-Story zeigt. Aber kein Wunder, schließlich hat der russischstämmige Tanzsporttrainer nun eine noch größere Motivation Let's Dance zu gewinnen, auf der einen Seite für sich und auf der anderen Seite für seine Ehefrau und den verletzten Jimmy. Und wer weiß, vielleicht kann der gewonnene Pokal Renatas bittere Tränen am Ende ein bisschen trocken. Für Valentin und ist das die erste Staffel, an der sie als Koches teilnehmen. Anlaufschwierigkeiten. Sich in dem eingespielten Let's Dance-Team zurechtzufinden, hatten die Nehoma allerdings keine, im Gegenteil, mit und Renata haben wir zwei super Profis dazu bekommen. Ich kenne die zwei schon seit meiner Kindheit und sie haben sich wirklich sehr, sehr schnell integriert, schwärmt Tanzprofi Katrin Menzinger, 29, im Promiflash-Interview. Ob mit Galote den alten Schasen am Ende sogar davon tanzt und sich die Siegertrophäe schnappt? Das erfahren die Zuschauer immer freitags um 20.15 Uhr bei Let's Dance. Alle Infos zu im Spezial bei rtl.de.